Hallo, ich muss ganz leise reden. Alle schlafen. Mal schauen, wie lange. Ich habe vor mir hier die 10 aktuell neuen Düfte von Scentsy, also die 10, die komplett neu sind. Im Katalog, Seite 8, findet ihr die komplett neuen, ganz, ganz, ganz neuen Düfte. Und die gehe ich jetzt durch, beziehungsweise habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, heute Abend einmal meine Favoriten. Von diesen 10, also ich finde, ich kann sagen, ich finde 9 von 10 finde ich richtig, richtig gut. Hallöchen. 9 von 10 finde ich richtig, richtig gut. Aber 4 davon finde ich so richtig, die brauche ich unbedingt nochmal. Weil aus diesen mache ich gerade Pröbchen. Und hallo. Und genau, deswegen wollte ich euch einmal meine Favoriten von diesen 10 Stück nennen. Also wie gesagt, alle bis auf einen finde ich top. Aber von diesen Top 10 oder Top 9, sage ich euch, ich habe 4 Favoriten, 4 Stück insgesamt. Und zwar ist es einmal Evening Sky. Oh, Evening Sky erinnert mich von der Farbe ein bisschen an Dashing und auch vom Duft irgendwie. Finde ich nämlich sehr rund, sehr schön warm, ein bisschen vanillig. Also ich habe noch nicht gelesen, was drin ist. Aber wenn ich so beschreiben müsste, würde ich sagen, ein bisschen Vanille, bisschen holzig irgendwie. Wie gesagt, rund, nichts Spritziges, nichts. Es riecht so nach ja, Mondschein. Ich weiß ja, wie Mond riecht und so riecht Mond. Mega, mega angenehm. Aber, ja, okay, ich habe mich auch vielleicht ein bisschen leiten lassen vom Bild, weil da sind nämlich Monde drauf. Nicht bewusst. Jetzt lese ich mal, was drin ist. Evening Sky. Erleuchten Sie die Nacht mit sanfter Bergamotte und reichhaltiger Madagaskar-Vanille, die den Weg für die Mitternachtsstille ebnen. Okay. Ich war gar nicht mal so schlecht mit Madagaskar-Vanille. Ja, gut. Ach, Mitternachtslilie. Nicht Stille. Mitternachtslilie. Was Blumiges. Rieche ich jetzt nicht daraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist toll. Er ist richtig, richtig toll. Bergamotte ist ja sowieso immer, wenn da Bergamotte drin ist. Ich sage euch mal, ne? Bergamotte, Amber, Moschus. Bergamotte, Amber, Moschus. Mir fehlt einer. Bergamotte, Amber, Moschus. Komme ich später nochmal drauf. Wenn die da drin sind, auf jeden Fall, liebe ich die Düfte. Evening Sky ist mega toll. Habe ich auch gerade hier in meiner Cream Diamond drin. Aber ich muss euch sagen, ich habe da jetzt gerade nur so eine Hälfte vom Würfelchen drin. Aber der ist nicht stark. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Der ist, finde ich, wie Dashing. Dashing finde ich auch nicht stark. Aber total toll vom Duft. Also wenn ihr das nicht so stark mögt, dann wäre das was für euch. So, zum nächsten. Ist auf jeden Fall, das ist sogar noch mein aller, 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 allerliebster Favorit von den Düften, ist Pink Berry Sandalwood. Ach, Sandelholz. Sandelholz fehlte mir gerade. Pink Berry Sandalwood. Das ist auf jeden Fall, oh, der riecht so toll. Der riecht so, so, so lecker. Ah, der riecht so richtig samtig, weich. Süßlich, na nicht süßlich, also nicht so zuckrig oder so, aber vielleicht wieder was mit Vanille. Ich lese einfach mal direkt. Pinkberry und Kirsche. Frische Kirsche verleihen Tonkabohne und Sandelholz einen süßen Spritzer. Ja, Kirsche. Total, boah, ich stehe voll auf Kirschdüfte. Das wundert mich nicht, dass mich der auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall anzieht. Sandelholz, Kirsche, Tonkabohne. Und Pinkberry. Mega Hammer, Hammer Mischung. Pinkberry Sandalwood. Also Evening Sky, Pinkberry Sandalwood. Wood. Jetzt, hätte ich niemals gedacht. Sun Castles. Von der Farbe her sind so gelbe Düfte niemals. Ich mag zwar Zitronendüfte, aber ich stehe nicht so auf dieses, weiß ich nicht, das erinnert mich immer so ein bisschen so, wenn es nach Zitrus riecht, nach Reiniger. Toilette gerade geputzt oder so, ne? Aber Suncastles überhaupt nicht. Der riecht so auch wieder total. Oh, ich kriege da gar nicht genug von. Total rund.
Die sind alle überhaupt nicht spritzig, fruchtig bisher, diese vier. Aber, jetzt fallen nämlich schon die Würfelchen raus. Der riecht auch wieder. Oh, das riecht so gut, das riecht so gut, das riecht so gut. Aber wonach? Wonach? Moment. Suncastles, sonnige Kokosnuss. Er hält tropische Pistazien und süße Mandeln und ruft dabei Erinnerungen an den Strand hervor. Mega. Das riecht einfach wie so ein heißer Strandtag. Kokosnuss, Sonnencreme, Mandeln, Pistazie lieb ich persönlich. Ich finde den Geruch einfach mega. Ich mag auch so gerne Marzipan und sowas. Lecker. Kokosnuss, Pistazien, süße Mandeln, Strand. Mega geil. Suncastles. Schreibt euch die unbedingt auf. Ihr müsst die unbedingt probieren. Die sind so toll. Und als vierten Duft, den ich ganz, 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 ganz toll finde, den habe ich gerade in der Küche drin und der kann was. Das ist Coastal Sun Fruit. Coastal Sun Fruit, ein orangener Duft. Eigentlich bin ich auch nie so der orangene Dufttyp, aber der Coastal Sun Fruit, der ist mega geil. Goldene Sonnenfrüchte, leuchtende tropische Beeren und Küstenamber. Amber, da haben wir es wieder. Vermitteln ein Gefühl von Sonnenschein. Mal schauen. Sonnenfrüchte, Beeren, tropische Beeren und Küstenamber. Also, ich sage euch eins. Beerige Düfte sind selten mein Fall. Dadurch, dass aber jetzt hier wieder Amber drin ist, macht es das Ganze wieder so schön rund und geschmeidig und samtig und weich und lecker irgendwie. Nee, lecker nicht. Lecker ist das falsche Wort für diesen Duft. Der ist, finde ich, ein bisschen parfümig. Das könnte ein Parfum sein. Der ist mega angenehm. Also ich bin ja in der Küche, wie gesagt, an. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Lampe vorbeigehe, schwingt so ein leichter Duft von diesem Amber. Amber ist es, glaube ich, was ich dann immer rieche. Von Amber mit. Also richtig fruchtig finde ich den überhaupt nicht, aber... Ah, der ist toll. Der ist toll. Also diese vier Düfte müsst ihr auf jeden Fall, damit macht ihr nichts falsch, müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Aus den komplett neuen 10 Düften. Coastal Sun Fruit, Suncastles, Evening Sky und Pinkberry Sandalwood. Hammer. Welchen ich auch Hammer finde, weil ich sehe gerade, mein Baby ist noch nicht wach geworden. Ich mache einfach mal weiter, solange es geht. Welchen ich am Anfang dachte ich so, ist überhaupt nicht meins. Aber jetzt, ich habe da so ein paar, wirklich nur ein ganz paar momentan, Duftproben rausgemacht. Und beim Schneiden dachte ich mir, finde ich vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Und jetzt habe ich nochmal dran gerochen und nochmal dran gerochen. Und ich muss sagen, er ist auf Platz 5 gelandet mittlerweile. Also hätte ich nicht gedacht. Das ist nämlich Cake Me to Paradise. Und wenn ihr mir etwas länger schon hier zuguckt, wisst ihr, ich stehe nicht so auf Foodie-Düfte. Also ich bin nicht so der Typ, der auf so die Düfte steht, wenn es nach Essen riecht. Aber dieser hier, der hat irgendwas. Der riecht nicht komplett nach Essen, der riecht nach Tarte-Citron oder Zitronenmeringue, nach Limettenlimonade. Oh Gott, ihr wisst, was ich meine, nach Zitrone. Zitrone, Kuchen. Letztens meinte eine Kollegin von mir, der riecht wie Kaffeeklatsch auf der Terrasse. Und ich finde, das Bild hat es genau getroffen, weil der riecht wirklich wie Kaffeeklatsch. So was Gemütliches, Leckeres. Aber auf der Terrasse, da kommt so der Frühling, Sommer hoch. Die Farbe ist auch allein schon mega, mega schön. So ganz, ganz hellrosa. Und so ein bisschen was Zitroniges rieche ich daraus. Cake Me to Paradise, also der wird immer besser. Je länger ich dran rieche und je öfter ich dran rieche, desto toller wird der. Und der besteht aus süßer Kuchen, durchzogen mit saftiger Orange und Inselrum. Entführen Sie ins Paradies. Also die Orange, die da drin ist, hätte ich jetzt mit Zitrone ausgewechselt. Also ich rieche da Zitrone raus. Inselrum, rum? Also Rum riecht da jetzt überhaupt nicht raus, aber na gut. Und Kuchen, ja, irgendwie sowas Cakeiges. Zitronenkuchen halt. Ach, der ist toll. Der wird immer besser. Da
Der wird immer besser und ich habe ihn noch nicht in der Lampe angemacht, weil ich, wie gesagt, erst ein paar Duftproben rausgeschnitten habe. Ich muss noch ein paar mehr machen. Mir fehlen gerade Tütchen. Ich bin gerade irgendwie auf dem Trocknen gelaufen, was meine Tütchen angeht. Aber Duftpost, Leute, ist unterwegs. Und wer Duftpost haben möchte, schreibt mir einfach. Ich schicke euch ein bisschen was zu. Cake Me to Paradise, der wird immer besser. Kaffeeklatsch auf der Terrasse im Sommer. Ach, bei meinen Eltern im Garten. Lecker. Der riecht lecker, lecker, lecker. Kuchen, saftige Orange, Inselrum. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das mag, aber So, der nächste. Ich glaube, wir können alle durchmachen, wenn das hier so weitergeht, wenn keiner wach wird. Wenn gleich einer wach wird, also wenn mein Baby gleich wach wird, dann muss ich ganz schnell offline gehen. Einer, wo ich dachte, das ist mein Favorit von der Farbe her, weil ich stehe auf diese ganzen frischen holzigen Düfte und sowas, ist Zippin Poolside, aber der ist jetzt auf Platz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zippin Poolside ist, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich mit frischer Birne, prickelnden Zitrusfrüchten, neben ruhigen aquatischen Akkorden. Frische Birne, prickelnde Zitrusfrüchte und aquatisch. Irgendwas Aquatisches. Und ich mag einfach eigentlich aquatisch. Mal schauen. Ja, und ich finde den gut. Aber immerhin von diesen 10 Plätzen oder 10 Düften auf Platz 6 gelandet. Also 5 sind noch besser. Aber ich sag mal so, mit dem kann man auch nichts verkehrt machen. Das ist, wie gesagt, ein blauer, frischer, aquatischer Duft. Zitrus rieche ich daraus, ja. Birne, auch ein bisschen. Birne rieche ich da auf jeden Fall raus. Und komischerweise, also ich mag die Frucht Birne oder das Obst. Obst, Birne mag ich so, ne? Das ist jetzt nicht mein Lieblingsobst, aber kann man schon mal essen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass überall in den Düften, wo Birne oder Birnenblüte drin ist, dass ich die total gut finde. Genauso wie Apfelblüte. Hätte ich niemals gedacht, aber irgendwie stehe ich total auf Düfte mit Apfelblüten. Und der riecht sehr, wenn man was Kühles im Sommer, sowas Frisches haben will, sowas, wo jetzt nichts Süßes drin ist, wie bei Cake Me to Paradise oder wie bei den anderen, die ich gerade vorgelesen habe. Die waren ja alle sehr rund, ne? Dieser hier ist so schön wässrig. Zippin Poolside heißt der. Zippin Poolside. Jetzt muss ich mal gucken, welchen ich von den letzten Vieren, ich glaube, so mache ich das. Jetzt kommt Sunset Citrus, Moment, muss ich eben, funkelnde Zitrone. Wie gesagt, ich mag Zitrone, alles gut mit Zitrone. Mir ist das manchmal zu sauer. Funkelnde Zitrone leuchtet über den Wäldern des Sonnenuntergangs und dem satten Amber, während das Tageslicht am Horizont verweilt. Der Amber haut es wieder raus. Also ich finde den auf gar keinen Fall schlimm. Jetzt nicht falsch verstehen, ja? Ich muss unter diesen 10 Düften einfach nur eine Abstufung finden. Ich sage euch gleich, welchen ich nicht mag. Den letzten natürlich. Doch, der geht irgendwie voll klar. Aber ich hätte ihn jetzt nicht so als meinen allerersten Favorit. Da kommen halt einige noch vorher. Aber den kann man auch machen. Der ist auch gut. Und ich sag euch, je öfter ich daran rieche, das ist so komisch irgendwie, desto besser finde ich die Düfte. Die Düfte und die Lüfte. Sunset Citrus, also der Amber, der holt es wieder raus. Funkelnde Zitrone, ich hätte jetzt eher Orange gesagt, aber vielleicht täuscht das auch, weil der Duft orange ist und ich mich davon leiten lasse. Aber der ist gut. Ich muss den mal anprobieren. Ich glaube, der ist nicht doll. Ich glaube, der riecht nicht stark in der Lampe. Der erinnert mich an irgendwas, an irgendein Parfum von der Mutter von einer Freundin damals, als ich klein war. Die noch klein war. Der riecht auf jeden Fall lecker. Oder von einer Lehrerin. Irgendwie habe ich gerade so Kindheitserinnerungen im Kopf, wie ich mit dem Fahrrad bei uns die Straße
hochradel oder runterradel, wie auch immer. Okay, nächster Duft. Very Vanilla. Ich sage euch eins, vor 2 Jahren, als ich bei Sensi angefangen habe, habe ich Vanille gehasst. Ich habe alle Düfte mit Vanille gehasst, weil ich nämlich vorgeprägt war von so einem Billo-Deo von Schlecker damals noch, was ich immer hatte, als ich 12, 13 war und im Ferienlager mit den Messdienern. Und da hatten irgendwie gefühlt alle dieses Deo, weil es nur das gab, keine Ahnung warum. Und es hat so krass billig nach Vanille einfach nur gerochen. Und jedes Mädel hat nach Schweiß und Vanille gestunken. Und deswegen habe ich irgendwie voll die Abneigung gegen Vanille entwickelt. Und seitdem ich bei Sensi angefangen habe, sage ich euch, mag ich alle Düfte, wo Vanille drin ist. Hier ist jetzt ein ganz neuer rausgekommen, der heißt Very Vanilla. Diese klassische Mischung aus cremiger Vanille und Tonkabohne ist sanft und verführerisch. Und Tonkabohne ist wieder meins. Ich liebe Tonkabohne. Die Düfte zumindest, wo Tonkabohne drin ist. Und also wirklich, der riecht einfach gut. Cremige Vanille und Tonkabohne, das war schon. Mehr muss das gar nicht. Mehr muss da gar nicht rein. Das riecht nicht so richtig, also doch, das riecht schon sehr nach Vanille, aber durch diese Tonkabohne wird es wieder so ein bisschen mysteriöser, runder, etwas männlicher. Ganz, ganz, ganz hochwertig. Also wirklich so sollte jedes Vanille-Deo und Vanille-Parfum riechen. Wenn man schon ein Deo-Vanille packt, dann bitte so eine, ja? Also Very Vanilla, kann ich mir vorstellen, dass viele, viele, viele den kaufen werden, weil so viele, das hätte ich niemals gedacht, dass so viele auf Vanilledüfte stehen. Und Very Vanilla ist einfach, das ist eine gute Vanille. Das ist eine sehr, sehr, sehr leckere, gute Vanille mit Tonkabohne. So, jetzt die beiden letzten. Das ist einmal Pineapple Palm. Da habe ich nur den Test davon, weil meine Bar, die habe ich unten im Keller aus Versehen in den Keller gepackt mit den ganzen zuen Düften. Ich dachte, das ist ein Sommerduft aus dem letzten Jahr, den ich hier irgendwie liegen lassen habe. Aber nein, das war ein neuer Duft. Und den habe ich jetzt einfach in den Keller geräumt. Und ich war gerade wirklich, ehrlich gesagt, zu faul, nochmal in den Keller zu gehen, um diesen Duft zu holen. Deswegen habe ich mir den Dufttester rausgekramt. Ist ein blumiger Duft, Pineapple Palm. Und ich muss sagen, der ist auch nicht so meins, weil da nämlich Ananas drin ist und ich stehe überhaupt nicht auf Ananas. Also ich mag die gern essen, ich mag den Geschmack, die zu essen, aber alles, wenn so ein Cocktail oder irgendein Gericht oder so mit Ananas ist, bin ich schon wieder raus. Und der riecht mir zu sehr nach Ananas. Und zwar ist da drin, entfliehen Sie auf die Inseln, wo süße Zitrusfrüchte und Palmenblätter in der Brise über Ananas-Treibholz schweben. Also diese Dichter von Sensi, ne? Puh, die haben entweder schön einen durchgequarzt oder zu viel an Düften geschnuppert hier. Entfliehen Sie auf die Insel, wo süße Zitrusfrüchte, Palmblätter, ja, der riecht auch ein bisschen grün. Also der riecht wirklich, der riecht ein bisschen nach Pflanzen so. So nach Klee oder nach Wiese. Ananas eben halt. Und Zitrusfrüchte rieche ich jetzt nicht daraus. Aber ich würde auch einen Blumenladen, würde ich auch nochmal. Wieso ist der blumig, wenn hier nichts Blumiges drin ist? Hallo? Wieso habe ich dann. Ist der bei blumig? Habe ich mich vertan? Ah ne, der ist bei fruchtig. Pinker Sticker, genau, fruchtig. Ja, pinker Sticker passt. Ja. Wenn du Ananas magst, kannst du den machen. Ich mag's nicht. So, und jetzt zu dem 10. Duft, der mir nicht so gut gefällt. Das heißt aber nicht, dass er euch nicht gut gefallen muss oder gefällt. Und zwar ist das, und ich hätte es nicht gedacht von der Duftbeschreibung, dass mir der nicht gefällt. Keine Ahnung. Ein berauschender Regenguss. Mag ich eigentlich mega gerne, aquatisch, wässrig. Regenguss, ich liebe Regen übrigens. Regenguss strömt in einem ruhigen Moment über frischen Bambus und leuchtendes Melonenwasser. Also von der Duftbeschreibung finde ich den sogar am schönsten. Das Bild ist ja mal mega schön. Regenwasser läuft, tropft über Bambus und leuchtendes Melonenwasser. Weiß ich jetzt nicht, was das sein soll.
Ich stelle mir einfach vor, ich trinke Melonenwasser und gucke, wie der Regen den Bambus runterläuft. Ich finde das voll schön, das Bild. Und dann hauen die so eine grüne, hässliche Farbe raus damit. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Dieses Grün gefällt mir schon mal gar nicht. Und der Duft. Wisst ihr, ich kann nicht sagen, dass der richtig eklig ist. Für mein Klo, zum Putzen, zum Reinigen ist der super. Damit würde ich direkt losreinigen. Aber damit würde ich jetzt nicht mein Wohnzimmer beduften. Also so ehrlich muss ich jetzt hier mal sein, ja? Und mir kann auch nicht jeder Duft gefallen, sonst werde ich ja arm. Also der riecht super krass nach frisch, wässrig. Ja, aber zum Putzen halt. Tut mir auch total leid für alle, die den mögen, aber mein Duft ist es irgendwie nicht. Hat auch ganz viel was von einem Blumenladen, wo zu viel Blumenparfum irgendwie drin ist. Also der ist sehr stark. Der ist sehr stark, würde ich behaupten, in der Lampe. Weiß ich nicht, aber so jetzt hier aus der Bar ist der sehr stark. Das ist einfach nicht meins. Also das ist die beiden, ja okay, Pineapple and Palm, kann man drüber streiten. Ich sage ja, 9 von 10 Düften gefallen mir super gut. Und einer nicht so gut. Vielleicht putze ich damit. Vielleicht packe ich den in mein Wischwasser. Nein, Spaß. So, das waren auf jeden Fall jetzt die 10 Düfte, die ich euch vorstellen wollte und vorgestellt habe. Ein paar Duftproben muss ich noch machen. Und ich werde mir auf jeden Fall für mich hier für zu Hause die ersten 4, wenn nicht sogar die ersten 5, auf jeden Fall die ersten 5 mit Coastal Sunfruit auch noch, ja doch, mit Cake Me to Paradise, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachbestellen für mich selber, weil die einfach zu gut sind. Die sind einfach zu gut. Genau. So. Mehr wollte ich auch gar nicht, sonst sitze ich da zu lang hier. Ich schnack und schnack und schnack. Jetzt habt ihr auf jeden Fall eine schöne Duftbeschreibung von mir. Wenn ihr Duftproben möchtet, wirklich, meldet euch. Schaut mal, ich bin hier gerade dabei und mache ganz viele Duftproben. Ich kann einfach einen Umschlag nehmen und eure Adresse da drauf klatschen und habt da ein paar Duftproben zum Schnuppern, wenn ihr noch keine habt. So, dann macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ich werde mich jetzt, noch nicht jetzt. Wenn das Baby schreit, dann gehe ich wieder rüber, wenn mein Babyboy wach wird. Und werde jetzt gerade hier noch so ein bisschen für mich alleine chillen. Zum ersten Mal heute am Tag mal alleine chillen. Ja, genau. So. Habt einen schönen guten Abend oder Tag, wann ihr das Video auch immer schauen mögt. Und ich sage Tschüss.